kommen wir zu den Scheinwerfern. Die sind etwas komplizierter befestigt, beziehungsweise die Scheinwerfer selber nicht, aber die Verkabelung ist ein bisschen tricky. Wir müssen als allererstes diese Abblende hier, diese Abdeckung wegmachen. Die dient jetzt eigentlich nicht besonders für irgendwas, aber so ein bisschen als Schutz. Ist nicht sehr befestigt, hier sind so komische Plastikdinger, die man hier einfach rausmachen kann. Ist jetzt nichts Gravierendes. Und dann haben wir hier unten, hier sieht man so Schrauben, da sieht man auch, hier habe ich schon ein bisschen angelöst. Ich brauche vor allem auch hier diese Halterung, die bricht gerne. Die brauchen wir auf jeden Fall. Und dann ist hier unten sieht man es vielleicht, da unten drin ist auch noch eine Schraube, die wir jetzt lösen müssen. Und dann haben wir eigentlich schon ziemlich flott den Scheinwerfer ab. Dann müssen wir mal gucken, hier ist die Verkabelung von den Xenon-Scheinwerfern. Die ist, soweit ich sehen kann, hier mit der Halterung von den Lampen insgesamt befestigt. Sprich, wir können wahrscheinlich das Ganze in einem Stück rausnehmen. Müssen wir mal gucken, wie das mit der Verkabelung klappt. Hier, glaube ich, ist das, kann man, glaube ich, einfach lösen. Das geht dann zu den Scheinwerfern, das geht dann hier zu den Xenon-Dingen. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Da ist eigentlich nichts anderes da. Und ja, die sollen dann eigentlich zu unserem 99er Seville dann auch reinkommen. Und ja, da würde ich sagen, fangen wir an. Viel Spaß beim Timelapse. Ja, da wird er nackig. Ja, unglaublich, aber wahr. So, Scheinwerfer ist draußen. Auf der rechten Seite easy going. Wie gesagt, hier hinten steckt er in so einer Niet drin. Und hier haben wir eine lange Schraube. Und wie gesagt, hier oben. Also es sind eigentlich nur so wirklich drei Schrauben. Total easy going. Die Kabel haben sich auch super gelöst. Hier, das ist das Xenon-Kabel übrigens hier. Hochspannung ist da drauf. Und das ist auch das Kabel, was hier in diese Box reingeht. Die will man auf jeden Fall mitnehmen. Und wir sehen jetzt hier die Halterung, das ist ein Element, das ist sehr gut, denn bei unserem ist die nämlich oben gebrochen. Hier sieht man auch schon, dass die hier gebrochen ist. Mit der Zeit wird das halt alles ein bisschen spröde, aber das kann man auf jeden Fall noch retten. Bei unserem ist es komplett weg und es ist hier auch noch ziemlich stabil, also auf jeden Fall sitzt dann der Scheinwerfer wieder richtig. Auf der linken Seite brauchen wir eigentlich die Halterung nicht. Ich werde sie aber aufheben, denn es kann einfach mal passieren, dass man einen Auffahrunfall hat. Und dann ist das immer gut, wenn man sowas dann noch parat liegen hat, weil sowas findet man im Internet nicht, weil normalerweise sollte es ja eigentlich nicht kaputt gehen. Hier haben wir auch die Xenon-Box für den
für die Scheinwerfer. Hier ist seltsamerweise der Anschluss ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass der eigentlich hier unten war und dass dieser Xenon-Box hier nachgerüstet wurde, beziehungsweise dass die hier nachgekauft wurde, weil die hier unten vielleicht kaputt gewesen ist. So wie auf der anderen Seite, da ist noch das Originale drin. Und da es das wahrscheinlich Original einfach nicht mehr gab, hat man halt dann einen Ersatz hergenommen. Kann man machen, ist ja kein Problem. Und ja, genau, das nehmen wir auch mit rüber. Und das machen wir jetzt so gleich.